Ja, gut. Wenn man mich noch nicht erfasst hat oder wahrgenommen hat, ich bin Joshua. Joshua, ne? Joshua ist so schon. Ja, ist schon vielleicht ein paar Tage her, dass ich was wieder aufgenommen habe. Ja, ich habe etwas anders gemacht, gell? Jetzt nicht für die Welt, sondern was für mich. Ja, eigentlich immer was für mich, aber. Ja. Ein paar Sachen noch machen und so, ne? Alles klar, ich mache mehr, aber. Kleine Beiträge, sagen wir so. Nicht wundern, wenn es klingelt, dann ist mein Brot fertig. Boah, es riecht schon überall der. Ich würde es euch vielleicht dann gleich zeigen. In 10 Minuten, wenn der. Jawohl, ja. Das mal dahingestellt. Ja gut. Gibt es einige Sachen noch zu sagen? Noch zu sagen. Ja, hier in diesem Thema will ich kurz halten. Es geht da. Jetzt über meinen Bro, mein Brother, mein Bruder, ja. Inja, der Inja, das Hung schon, na. Ja, also, ja, ich habe ihn gefragt, ob ich das halt machen kann, weiterleiten, ich mach's jetzt einfach. Ich denke schon, weil es geht ja jetzt los. Ja, mein Bro, mein Inja, der Inja und sein Bro, sein Bruder, sein Freund halt eben, die was gründen, ja, in der Filmindustrie was machen wollen und sich hier präsentieren mit anderen Schauspielern, um die 80 Schauspieler. Also es geht um ein Filmprojekt, was sie jetzt starten. Was jetzt startet im Sinne von, dass sie natürlich Geld brauchen, um das mit hoher Technik, Professionalität und alles, was du da nicht verstanden, was dazu gehört, das dann in die Tat umzusetzen, und dafür braucht man halt Geld. Und da haben sie ein Filmprojekt gemacht, das 3 Teile sein soll, ja. 3 wollen sie machen. Eine Trilogie halt eben. Und das machen sie auf Crowdfunding, also von der Masse soll halt der Film unterstützt werden, dass sie das auf die Beine bekommen. Sie haben ja schon ein halbes Jahr da gearbeitet, die haben auch ein YouTube-Abschnitt gemacht, um die fast 20 Minuten. Könnt ihr euch dann anschauen. Ich habe es ja abonniert. Heißt Primes Media Entertainment oder Prims Media Entertainment, wie man es halt ausspricht. Es ist dann die Vorgeschichte über den Film. Ja. Sehr, also ich finde es sehr gut gemacht, für das, dass hier eigentlich. Ja, es sind halt Schauspieler, ne? Mein Bruder ist ja dann bald ausgelernt, ja. Ausgelernter Schauspieler. Die machen jetzt diesen Filmprojekt, die wollen ja was Eigenes gründen, was Eigenes erschaffen und da brauchen sie halt Unterstützung, weil ja, man hilft sich nur gegenseitig, beziehungsweise man kann nur gemeinsam wirklich was Großes erschaffen und ihr bleibt da nicht hinten dran, weil das ist, ich habe mir das gesehen mal, ich habe das mir um die 10 Mal schon angeschaut. Damn, Alter, ist das geil, das muss unbedingt raus, Leute. Der Film muss unbedingt raus. Der ist was ganz Eigenes, was der einfach. Ich wurde sofort, als ich es gesehen habe, die Vorgeschichte, der haben sofort wollte ich es ansehen. Ich wollte sofort sehen, aber es ist natürlich noch nicht. Da ist ja alles schon in Entwicklung. Die haben ja alle Drehbücher und all das haben sie ja für 3 Filme. Brauchen sie halt dementsprechend Kohle, ne, 30.000. Aber ich meine, wenn jeder, sagen wir mal, 1 Euro oder 5 Euro gibt, ne, 5 Euro macht es ja leichter. Aber nimm mal an, 30.000 Leute, die 1 Euro spenden. Ist eigentlich schnell erreicht, wenn man viele Leute kennt und das denen natürlich interessieren. Die präsentieren das ja da auch. Die haben ja extra so eine Seite, wo man als Fan sich anmelden kann, dass man Fan ist und oder Unterstützer halt Geld gibt. Und das Geld ist ja nicht verloren, wenn es nichts wird, wenn sie nicht die 30.000 Euro erreichen, dann bekommt ihr das Geld wieder zurück, Freunde. Ja? Also im Grunde genommen verliert ihr nichts, ihr gewinnt nur. Und ein super Film, Leute, echt ein super Film. Von meinem Bro, Mann. Und von noch einem Bro. Ja. Echt leiblich gesehen, aber wisst ihr, also meine Brüder und Schwester. Und, das wollte ich nur mal so sagen. Ich habe es abonniert, Primes Media Entertainment, die Vorgeschichte von Vito, ja, heißt das. Mach einfach mal hier Werbung, ne? Nee, Leute, es ist vorgestern gestartet. Die Finanzierung, die startet jetzt. Gestern habe ich geschaut, waren schon fast 300 Euro, wurde schon gespendet. Also ich bin einer davon. Ja, ich habe jetzt nur 7 Euro.
bin ja, das ist knapp bei Kasse, aber ich würde immer, es geht ja halt bis so fast Ende März, die Finanzierung. Wenn sie da die 30.000 Euro erreichen, dann geht der Film los. Ja. Der wird dann dieses Jahr noch rauskommen, Leute. Dieses Jahr noch. Ein paar Monaten. Weil die haben mal einen Kurzfilm gemacht. In 3 Tagen. Oder du hast 3 Tage. Also auf jeden Fall ein Kurzfilm. Ja, um die 2 Stunden eigentlich. Innerhalb von ein paar Tagen. Natürlich haben sie 14 Tage Zeit gehabt, das ist alles so. Aber in 3 Tagen haben sie einen Film erstellt. Ja, ja klar, jetzt ist es nicht Hollywood. Aber es ist was ganz Eigenes. Du schaust dir den Film an und bist nicht gleich blöd im Kopf, wisst ihr. Steht dir, darum geht's. Da bist du richtig klar. Es ist natürlich ziemlich gewöhnungsbedürftig, weil du sowas noch nie gesehen hast. Noch nie. Haut na, naja. Du, ja, am Rande. Ich schau mal kurz. 5 Minuten noch. Hey Freunde, wer das hier sieht, das ist halt das Filmprojekt von meinem Bro. Die haben ja gegründet. Die gründen ja was Eigenes. Ja. Das sind nur 2 Leute, die eine Arbeit für 40 Leute machen. Ob es nur so ist, mal dahingestellt, aber muss man sehen. Das ist genauso wie beim Schöpferwissen-Team. Die machen auch alles selber. Bloß, dass sie da die Filmindustrie, bär, revolutionieren, versteht ihr? Transformieren. In die richtige Bahn sozusagen. Wer die Massenmedien beherrscht, oder die Medien, der hat auch die Masse gewonnen. Heißt ja Massenmedien, ne? Wortspiel. Muss wirklich das größere Klasse, ne? Ja, das wollte ich nur sagen. Schaut es euch bitte an, wenn ihr es wollt, weil wieso soll man was spenden, wenn man nicht weiß, was das wirklich ist? Die zeigen euch wirklich, die sagen von der Seele heraus, was sie wollen. Ja, nicht so, bitte, bitte, gib mir Geld. Nein, nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Kein bisschen. Wir sind auch noch Videobotschaften von anderen Schauspielern. Wie gesagt, da arbeiten um die 82 Schauspieler, professionelle Schauspieler, ja, die in Deutschland. Und unentgeltlich, ja, unentgeltlich. Ja, wenn man das Video anschaut, ja, Vorgeschichte und all das, die sagen das, unentgeltlich machen sie das. Das ist Engagement, Freunde. Das ist Zusammenhalt. Weil der deutsche Markt in Filmen, also das kannst du ja alles in die Tonne drehen. Es muss mal hier was Gescheites rauskommen. Und das ist der Made in Germany. Filme Made in Germany. Von meinem Bro, Mann. Und von den anderen Bro. Das ist doch geil, oder? Das ist doch echt geil. Das läuft schon längst. Wisst ihr, das läuft schon längst. Das ist ja alles vorbereitet. Die Bauern haben bloß die Unterstützung von uns. Deswegen wär ich wirklich verbunden. Nicht gebunden. Wenn ihr es euch einfach mal anschaut, wenn es für euch stimmig ist, wenn es was ist, ja, term, da kann ich ja 5 Euro geben, ja. Das sind halt so Listen, was du dann dafür auch bekommst und sowas. Es ist immer ein Miteinander. Es ist nicht so, dass du irgendwo einfach so spendest, wie bei dieses Panda-Zeichen-Ding, du spendest da was, aber von dem bekommst du nichts. Da bekommst du da einen Film, eine Trilogie, die bieten dir was an, die bieten dir noch mehr an. Wenn du wirklich. Je höher die Summe, desto mehr hast du davon, kommst du wieder zurück. Du sendest was aus und erhältst es auch wieder. Das kann ich so sagen, weil es mein Bruder mir so gesagt hat und weil die Seite, wo sie das stellen, ein Projekt, so agiert. Ja. Wenn es nichts läuft, wenn die 30.000 nicht erreicht ist, 30.000 Euro, dann bekommt ihr das Geld alle wieder zurück. Aber ich will unbedingt, dass der Film rauskommt, Freunde. Unbedingt. Je mehr, desto besser. Schickt es am besten allen, den ihr kennt. Die will ich, ja, einfach allen, den ihr kennt, den Link. Sagt, spricht ein bisschen darüber, so ein Filmprojekt, eine Finanzierung auf Crowdfunding. Das geht halt einen Monat oder so. Und wenn sie die 30.000 erreichen, gibt es eine Trilogie und noch mehr Professionalität. Made in Germany halt eben und knallhart. Schau es dir an, Mann. Das ist echt deren. Das muss raus. 5 Euro, was ist das schon? Alter. Du bekommst was gesehen. Es ist nicht so, als würdest du draußen, spenden sie da, spenden sie das, hier. Aber du bekommst vielleicht Briefe oder ein paar Updates, aber was hast denn du davon? Nichts. Und bei so einem gescheiten Film, Made in Germany, ey, das ist ja von meinem Bruder, von uns.
Vielleicht spiele ich irgendwann mal eine Rolle dort, keine Ahnung. Wenn es auch erfolgreich wird, und es wird erfolgreich, ich habe es ja auch gesagt, es ist ja schon erfolgreich. Naja, das mal so, ich weiß nicht so lang, jetzt ist das Brot fertig. Ja, ich höre dann hier auf, ich mache dann noch was. Schaut es euch an, ich habe es abonniert, Primes Media Entertainment, heißt der Stick, ja. 3 Tage und 3 Nächte zu Fuß oder sowas. Ich würde es noch unten verlinken. Würde es euch anschauen. Okay, bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder. Euer Sungschung.